Willkommen zurück zu Minecraft Minilands. Und uns steht Tatsache noch etwas bevor. Und zwar, wir müssen jetzt eigentlich nur noch die letzten ausstehenden Arbeiten erledigen. Und dann sind wir hier Tatsache mit dem Dorf soweit fertig. Ich glaube, diese Folge ist noch eine Baufolge. Die Folge danach müsste schon eine kleine Übersichtsfolge sein, so eine Art Let's Show. Wer nochmal was erzählt haben möchte, wo alles die Bauarbeiten waren und, naja, ihr wisst schon, Let's Show halt. Ich kümmere mich jetzt in der Folge um die letzten Bauarbeiten, wie ich gerade schon erwähnt habe. Die sind zum einen hier unten. Man will ja zu dem Wasserausstieg gut rüberkommen, da ist noch ein Tümpel. Ich glaube, hier oben war es soweit auch durch. Den Weg müssen wir hier noch machen. Und jetzt zumindest ein Ansatzweg, der darüber geht. Und den hier nach da drüben verbinden. Links an dem Baum vorbei, habe ich gesagt. Und den da oben verbinden. Ist schon angedeutet, aber noch nicht fertig. Lichter fehlen auch noch auf dem Boden. Ich glaube, da hatte ich mir das Material schon zurechtgelegt. Ja, fast. Da brauche ich noch Eichenlaub und einen Hebel. So, da brauche ich noch eine Falltür. Dann habe ich die vier Sachen für unseren Lichtschein zu Boden da. Das kommt weg, das brauche ich alles nicht erstmal. Und irgendwie ist doch schade. Das ist Bauen macht mir schon Spaß. Und dann bin ich jetzt mit meinen Ideen soweit fertig, dass ich sagen kann, hey, ist ja, es ist fertig. Mir fehlt noch so eine kleine Nahrungsplattform. Ich glaube, die mache ich jetzt mal zuerst. Die soll auf der Höhe von... Mache ich die hier vorne hin? Soll die hier vorne fliegen? Doch, hier vorne passt die Tatsache hin. Die passt hier vorne hin. Die mache ich aber auf die andere Seite so. Die connectet nicht wirklich mit. Wir haben jetzt 1, 2. Das ist da vorne die Ecke. Die Ecke, die war frei. Deswegen setze ich den wieder weg. Da kam nämlich auch so ein Zaunstück hin, wie das da gerade gesehen habt. Hätte ich irgendwie stehen lassen können, den einen. Hätte ich links connected. Rechts meine ich, rechts angebaut. Da kann man nämlich von hier darüber laufen. Und ich will noch gerne einen auf der Seite haben. Dann nehmen wir aber einen Zweierabstand und packen sie dann dahin. Dass wir ein größeres Teil ausfahren muss. Ich will weiter nach rechts. Jetzt nicht ganz so weit vorne steht. Huch, kurz geruckelt. Wahrscheinlich hat er gerade was geladen im Hintergrund. Und wie gesagt, hier vorne kommt noch ein bisschen was Nahrung hin. Das hatte ich komplett aus den Augen gelassen. Beim Aquatuck, den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da ist mir jetzt so spontan nicht eingefallen. Und eigentlich habe ich ihn ja auch so gebaut, dass ich mit mir im Einklang bin, dass ich ihn stehen lassen kann. Aber irgendwann, wenn ich eine gute Idee habe, werde ich die natürlich umbauen. Ihr seid natürlich auch gefragt, keine Frage. Wenn ihr euch einbringen möchtet und sagt, ihr habt eine gute Idee, ich höre euch gerne zu, das ist kein Problem. Aber ich warte erstmal, ob sich da was tut. Weil ich nehme an, wenn sich dazu keiner äußert, ist das so in Ordnung. Und das hat bisher auch keiner gesagt, ey, du baust ja Kacke, das ist voll doof. Habe ich zum Glück noch nicht gehört. Ich habe eher ein bisschen Zuspruch bekommen schon. Ich sage natürlich absichtlich ein bisschen, weil ich habe ja nicht so einen großen Kanal zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht, was alles passieren kann, deswegen formuliere ich das so. Und ja, kümmern wir uns erstmal um die Nahrungsversorgung. Wir brauchen hierfür ein Stückchen Wasser. Wir brauchen dafür ein Stückchen Wasser. Dann machen wir Nahrung, sind bis hier unten. Zucker, ne, das geht einfach weg. Da, Zuckerrohr. 1, 2, machen wir 2 hoch, wächst ja von alleine. Dann machen wir es auf diese Stelle. Wenn man hier hochkommt, will man ja da rankommen. Falltüren haben wir ja drin. Die machen wir daran. Lassen wir gleich oben. Und daran. Daran. Ach, hier geht's wieder nicht. Da geht's wieder nicht.
Lass mal sehen, da drüben. Ich kann natürlich auch. Müsste es eigentlich gehen, wenn ich eine Treppe in der Mitte setze? Ich glaube, das geht. Natürlich mal eine Treppe in der Mitte setzen und gucken, ob das. Aha, es fällt ab. Es bleibt dran. Okay, so rum bleibt es dran. Interessant. Erst an die Treppe und dann an den vollen Block. Ist was Neues. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte vermutet, wenn es so rum kaputt geht, geht es auch in der anderen Richtung kaputt. Aber ich habe mich überraschen lassen. Das Licht machen wir mal daran. Da haben wir auf dem Weg Licht und wir haben da bei dem eine Milka-Kuh. Oh, Schokolade. Gibt es hier ein bisschen Schokolade? Die anderen Kühe, da kannst du Milch trinken, wenn du jetzt ein Kalb wärst. Hier kannst du Schokolade trinken. Ja. Dazu halt die Milka-Kuh. Ich wollte aber jetzt noch ein paar Rohstoffe haben. Zum Beispiel, ich nehme mal ein paar Samen. Was kann ich da oben noch anbauen? Ich bleib erstmal bei Samen. Dann kann ich in der Folge wenigstens schon mal das Projekt soweit finalisieren. Und essen werden sie in jedem Falle. Eins von den beiden. Entweder Zucker. Der Zuckerbrot, naja, siehst du? Die machen sie aus dem Weizenbrot und dann aus dem Zuckerrohr noch Zucker. Zuckerbrot. Gut, dann haben wir die Plattform. Huch. Dann haben wir die Plattform soweit. Das können wir aufheben. Ich mache hier noch einen Übergang. Den will ich aber ein bisschen schöner haben. Das sprich, wir nehmen uns mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eichenholz. Dann nehmen wir uns noch Eichenholztreppe. Wir nehmen Eichenholz. Hier, warte mal. Die Treppe nehme ich weg. Ich nehme nur Eichenholzstufen. Die würde ich dann gerne 3-Byte bauen. Das hier. Dass man auch ein bisschen mehr sieht. Mehr. Gewöhnt euch dran. Das mache ich daran, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Das müsste gleich die richtige Höhe schon sein. Ja, müsste die richtige Höhe sein. Gehe ich mal hier ein bisschen weiter. Gehe jetzt trotzdem einen Block hoch. Verbinde es noch ein bisschen weiter nach vorn und gehe gleich wieder runter. Genau, dann gehe ich hier vorne wieder runter und bin auf dem Niveau. Ne, jetzt. Stimmt. Dann mache ich das hier weg. Ich mache das da weg. Und setze das dahin, dann bin ich auf dem Niveau. Perfekt. Da kommt zur Halterung jetzt nur noch ein paar Baumstämme hin. Dort vielleicht und hier am Anfang. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Sonst kippt die Brücke ja nach einer Seite um, das wollen wir ja nicht. Oder der kleine Laufsteg, sagen wir mal, eher ist das ja. Ist ja keine richtige Brücke, ist eher so ein Verbindungslaufsteg. Dass wenn du jetzt zum Beispiel hier reinspringst, rausläufst, kannst du hier rüber gehen. Sauber. Es wird gerade dunkel, merke ich. Wieder hell. Dann gehen wir jetzt mal flott über zum Weg. Man merkt, ich reiße ein bisschen das Tempo an. Finde ich aber selbst gar nicht verkehrt. Dann habe ich nämlich mehr Zeit für die anderen Projekte. Und von der Geschichte her habe ich ja hier schon etliches erzählt, dass es eigentlich klar sein müsste, dass wir die Dreamer etwas abseits der Wege von den Steamern leben. Man hat sich so mit der Zeit auseinandergelebt, aber die Zeit der Wiedervereinigung hat, glaube ich, in dem Spiel auch stattgefunden. Müsste ich nochmal nachgucken, um eine richtige Aussage zu treffen, aber ich glaube schon. Wenn einer von euch Technomage kennt, das Spiel, dann kann er mir ja gerne mal auf die Sprünge helfen. Es ist wirklich schon eine Weile her. Wie gesagt, es war PS1. Die PS1 hatte ich nur noch damals im Elternhaus. Die hat mein Bruder gehört und dann konnte ich nur dann spielen, wo mein Bruder auch, ja, wo wir halt noch in der Nähe waren zueinander. Sonst kann ich ja das natürlich nicht spielen auf der PS1, die ihm gehört. Ich hatte noch eine normale Xbox, aber die habe ich dann schweren Herzens verkauft, weil ich eine Xbox 360 hatte. Und die Spiele, die konnte ich ja immer noch spielen, wegen der schönen Abwärtskompatibilität. Das mag man sehr gerne hören, dass sowas noch von einigen Firmen doch gemacht wird. Ich glaube, bei PlayStation hast du keine Abwärtskompatibilität. Das finde ich eher sehr schlecht, muss ich Tatsache sagen.
Und ja, der Weg ist fertig. So, jetzt machen wir noch ein paar Lampen. Da ist eine Lampe. Wir machen hier eine Lampe hin. Da hätte ich sie sehr gerne an... Da der Weg ist, machen wir sie hier hin. Passt gut. Hebel an. Licht drüber. Krass drüber. Falltüren dran. Guck mal, wie schnell es geht. Wie schön hell das ist. So, dann kommt... Da unten noch eine Lampe hin. Ich denke mal eher an die Ecke. Da passt... Hier passt es sehr gut. Genau. Ich hätte sie erst dort hin gemacht. Aber da oben hast du eine Fackel. Da geht es eigentlich von der Helligkeit. Hier hinten hast du gerade so einen dunklen Punkt durch den Berg. Dann können wir es ein bisschen künstlich auffällen. Mit Magie. Da ist hell, da ist hell. Der fehlt noch ein bisschen Helligkeit auf dem Weg hier vorn. Und da würde ich doch vorschlagen... Da hinten ist ein Licht. Wir packen das... Hier vorne wäre eigentlich super. Ich glaube, ich muss ein bisschen Erde wegreißen dafür. Dann kann ich es genau in der Mitte platzieren. Und dafür mache ich ein bisschen Erde weg. Ein bisschen Terraforming. Und kann ich Shift drücken eigentlich? Nee, Shift und draufbauen. Ja, es geht! Geil! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert, weil der Hebel ist ja kein ganzer Block. Aber ich bin positiv überrascht. Es mag mir gefallen. Da unten haben wir Licht. Da will ich trotzdem noch einen kleinen Lichtschein hinmachen. Den mache ich dann... Hier sind die schwebenden Sachen. Da kann ich es nicht hinmachen. Beziehungsweise lass mich erstmal den Weg bauen. Dann kann ich danach entscheiden, wo ich das genau hinmachen möchte. Hier ist der Aufstieg. Da ist das Holzstückchen. Wir könnten hier eigentlich auch mal ein kleines bisschen was anderes bauen. Mach das da mal weg. Dann, wenn der Weg hier lang geht, wie wir gerade am Anfang festgelegt haben, beziehungsweise eigentlich ich weiß, aber hört sich besser an, wenn ich sage wir. Und hier mache ich so ein was Kleines um die Ecke. Jo, das sieht gut aus. Den Pflasterstein, dann Pflasterstein, Gravel, dann Gravel, dann Gravel, dann Gravel. Ich drücke mal zu schnell, dass was Gras entfernt. Und dann, so wie gerade. War nicht richtig platziert. Gravel ist dort. Gravel ist dort. Hier können wir, glaube ich, einfach mal... Ja, ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann kommt hier noch die Verbindung drin. Kommt da eine. Kommt da eine. Kommt da was. Da oben den Kies. Komm, wir machen da einfach so einen rein. Machen wir den nach da. Hier machen wir so zu. Ja. Ist halt so... ist halt so entstanden. Wollte ich nicht groß umbauen. Den Weg. Machen wir hier noch was rein, dann noch was rein. Hier vorne ein, da ein. Und das soll schon reichen. So, dann müsste ich jetzt entscheiden, wo das Licht hinkommt. Das wollte ich ja. Hier unten geht ein Weg lang. Dunkel ist es aber unter der Plattform. Ich mache das Licht hier hin. Und dazu reiße ich hier kurz die Erde auf. Mache den neuen Trick, den ich gerade kennengelernt habe. Eigentlich wusste ich es schon, weil ich konnte ja so Sachen auf die Herdplatte und auf die Werkbank aufsetzen. Huch. Aber ich habe es halt nie mit dem hier probiert. Und jetzt, juhu, es funktioniert. Also guck mal einer an. Jetzt haben wir das da stehen. Wir brauchen noch einen Zaun. Können wir diese verbinden, um ein bisschen Sicherheit zu garantieren. Ist zwar Wasser da unten, da kannst du drin fallen, da wirst du nicht verletzt, aber es sieht doch schöner aus. Man so ein bisschen dran denkt, ein bisschen Verzierung ran tut. Genau. Tutet. Mal ein bisschen Verzierung ran tutet. Das kommt so. Guck mal, dann machen wir da unten noch eine hin. Machen wir hier noch eine hin. Jo. Wenn wir jetzt noch um die Ecke gehen, haben wir ein schön abgerundetes Profil. Zack. Hier müssen wir kurz zubauen. Da geht's nicht anders. Zack. Hier können wir gleich bis zum Rand hin machen. Passt besser. Hier würde ich Tatsache auch gerne noch eine Fackel drauf machen. Gib mal eine her, bitte. Danke. Die machen wir dorthin und... Oder nee, die mache ich hier vorne hin. Dann kann die da weg. Dann soll das hier vorne, glaube ich, doch reichen. Jetzt gucken wir mal kurz. Wir haben hier oben... Wir haben gut was geschafft eigentlich. Zwei Nahrungsplattformen. Die mache ich erstmal wieder runter. So wie ich es bei den anderen auch habe. Müssen wir erst hoch machen und dann sind sie halt sicher gegen Krabbelfiecher.
Wir haben einen kleinen Weg hier zu Ende gebaut, nach da. Wir haben hier ein bisschen größer gebaut, wir haben eine Treppe gemacht, wir haben die Lichter platziert und noch ein bisschen erzählt, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ich weiß nicht, ob es direkt im Anschluss kommt, also sprich in den 2-Tage-Rhythmus. Ich habe ja jetzt zu dieser schon ein bisschen Zeit gelassen, weil ich konnte es bisher nicht übers Herz bringen. Die letzte Folge, nein! Aber so ist das halt. Ein Projekt geht und macht Platz für ein neues schönes Projekt. Und daher kann ich hier erstmal nur sagen, ich fliege mal ganz langsam über die Welt. Ich danke vielmals fürs Dabeisein, für beim ersten Teil vom Projekt Minecraft Miniland. Ich muss es ganz klar sagen, das war nur der erste Teil. Wir haben ja noch das Steamer-Dorf. Aber da warte ich auf eure Reaktion, wie die dann nur endlich sind. Und ja, ich danke herzlichst fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, nicht vergessen, in der nächsten Folge gibt es nochmal so ein kleines Let's Show. Weil es sind ein paar mehr Sachen schon entstanden seit dem letzten Let's Show, was ich da mal in der Zwischenzeit, ich glaube, was bei der Hälfte mal war, mal rausgehauen hatte. Und zum Schluss noch, wartet auf mich. Auf Wiedersehen und tschüss.